Nur heute noch ist Christian Becker hier der Herr im Haus, in seiner Musiklokal in den Gürtelbögen. Gäste werden keine mehr kommen, nur mehr der Masseverwalter. Am Freitag hat der Gastronom beim Handelsgericht den Konkursantrag eingebracht als Notbremse. Weil ich sonst weiter Verbindlichkeiten aufbaue und eigentlich dann schon in sozusagen kriminelles Fahrwasser gerate und Gläubigerschädigung betreibe und solche Dinge. Wenn ich so weitermache, dass ich bei der Buchungslage die Tür aufsperre einmal in der Woche, die Miete ist trotzdem fällig und Energiekosten, all das. Vor 14 Jahren hat er das Lokal gegründet und erfolgreich auch als Musiker selbst bespielt. Vor der Pandemie bis zu 250 Veranstaltungen pro Jahr. Im Juli waren es jetzt nur mehr 6. Der Konkurs irgendwie auch eine Erleichterung für ihn. Ständig am Handy, Internet und umplanen und Personal erkrankt und ist wieder da. Also wenn diese Trümmer von meinem Buckel abfallen, schadet's nicht.